Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Wir sind hier fleißig am Sammeln von Ressourcen, weil wir wollen die Aurora weiter erkunden. Also ich will das mal machen. Brauche dafür aber allerhand Zeugs. Ein bisschen Feuerlöscher haben wir schon gebastelt. Essen machen wir uns zum Schluss, weil wegen Haltbarkeit und so, ne? Ich werde es natürlich pökeln, aber trotzdem... Wow, ja, gute Nacht. Ja. Schnell zurück zum Schiffchen. Das war jetzt. So. Kamera da drüben. Ja, wo habe ich sie denn hingeparkt? Frau sucht Auto. Ja, ich bin schon dahin. Ich steig schon ein. Schau. Schau, wie das kann. So. Passt. Kann ich schon wieder aussteigen? Licht machen und weiter geht die Suche. So, ja, ich habe da nämlich noch Quarzi gefunden oder gesehen. Bilde ich mir ein, da drüben, ne? War hier jetzt das mit der mobilen Fahrzeugstation? Ja. Hier war das Quarzilein, das will ich unbedingt mitnehmen. Quarz kann man niemals genug haben. Haben wir schon bemerkt. So. Auch Kupfer kann man nie genug haben, deshalb nehme ich das alles mit. Was, wie? Kein Platz mehr. Dann muss das Titan flüchten, weil da haben wir mehr als genug. Also kriegen wir sehr, sehr leicht. Weil durch ganzes Metallschrott und Scannen kriegst du das echt leicht. Darum haue ich das jetzt weg. Für drei habe ich noch Platz. Da vorne ist noch ein Quarzi. So. Dann hier vielleicht noch ein Kupfer. Wenn nein, das war ein Titan. Hier ist noch ein Kupfer. Bin ich voll? Ja. Kann ich noch ein Titan wegschmeißen? Was ist denn das? Kann ich, soll ich das... Habe ich das schon gescannt? Ist das was zum Scannen? Augenstängel. Habe ich schon, tatsächlich. Dann hier vielleicht noch... Nein, Titan. Das ist ein Sandding. Hier vielleicht. Nein, Titan. Ein Kupfer, perfekt. Und zurück zur Seemotte. Dann spielen wir schnell mal nach Hause. Und dann muss ich nochmal zurück zu meiner Rettungskapsel, also zumindest in die Richtung. Ich brauche noch einen Haufen von diesen Säurepilzen. Wirklich einen Haufen. So. Also schnell nach Hause. Das ausladen. Dann zu meiner, also Richtung alte Rettungskapsel schwimmen. Dort die Säurepilze mitnehmen. Auch die Rohrkorallen und die... Ja, Tischkorallen habe ich genug, aber Rohrkorallen brauche ich auf jeden Fall. Da kann ich auch gleich mitnehmen. Scheibdrohnenweise. Ja. Dann als nächstes wäre vielleicht gut, wenn wir die Batterien noch vorher bauen. Dann muss ich Essen farmen. Dann brauche ich noch ein bisschen trinken. Und dann müssen wir unseren Rucksack packen und dann können wir schon erkunden. Wichtig ist, dass ich mir was zu trinken auf die Seite lege, zu Hause. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und ja. Hui! So. Ja. Und dann schauen wir uns die Aurora mal weiter an. Ich möchte sie auch gern fertig reparieren. Das konnte ich damals nicht machen, weil ich... Ich glaube, ich bin verhungert oder so, ne? Auf jeden Fall kläglich, 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 du verreckt. Trinken werde ich auch mal. So. Passt. Silber. Salz. Ja, Wasser machen kann ich jetzt gerade nicht. Ich habe keine Tischkorallen. So. Einsortieren. Richtig. Er spinnt. Öffne dich. Das Kupfer kommt... War schon voll? Achso, wegen den Feuerlöschern der Batterie, ne? Muss ich austauschen? Ja. Muss ich dabei woanders hin disponieren? Mache ich gleich. Voll. Also diese Wandschränke sind echt für den Hugo. Jetzt schon voll, wenn du denkst, ne? Dann tue ich dabei hier ausnahmsweise die Feuerlöscher rein, die Batterie rein, den Quarz ausnahmsweise... Na warte, den kann ich drüben, oder? Habe ich Platz? Habe ich nicht hier Platz? Oh, nicht besonders viel. Naja, ich packe mal den Quarz rein, den ich so habe.
Die beiden verarbeite ich gleich mal zu Glas. Dann kann ich hier meine Fenster weiter ausbauen. Einmal Glas. Ich brauche 2 Quarz für ein Glas. Gepfui. Na gut, dann haben wir mal ein Glas. Konstruktionswerkzeug. Fenster. So. Jawohl. Das schaut schon mal nach was aus. Sehr gut. Kann man mal rausschauen. Das ist fein. Das ist fein. Das hier gefällt mir zwar besser, aber das braucht, glaube ich, wesentlich mehr Glas. Hier wäre es nochmal schön gewesen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber jetzt kein Bock. So. Dumm. Platz habe ich jetzt wieder ein bisschen. Silber hilft mir jetzt gar nichts. Da habe ich jetzt gar keinen Platz. Hier bin ich auch voll. Yay! Fängt schon wieder an, ne? Da muss das halt derweil hier rein. Das ist mir zu wertvoll, als dass ich es wegschmeißen könnte. Jo. Säurepilz hilft mir jetzt derweil nichts, weil ich ein zu wenig habe. Genau, ich werde noch 2 Trinken mitnehmen. Dann habe ich für das Silber Platz. Das Salz lasse ich halt von mir aus gleich mal. Dann kann ich drüben was bauen. Gut. Dann schleichen wir uns wieder. Essen muss ich jetzt auch gleich wieder fahren. So. Danke. Ich muss jetzt aber schnell, ne, zu unserer alten Kapsel zurück. Also Rettungskapsel. Wie gesagt, die Pilze muss ich jetzt farmen. Die Rohrkorallen muss ich farmen. Essen muss ich farmen. Jo. Salz wäre auch nicht schlecht. Ein bisschen noch, wenn ich was finde auf dem Weg zurück. Ja. Das ist jetzt einmal das Wichtigste. Und dann Aurora. Erkunden. Jo. Vielleicht schaffe ich es noch in diesem Part, dass wir sie zumindest mal betreten können. Das wäre schon mal ein Anfang. Und ja. Wird schon werden. Ja, du auch. Interessant wäre es auch, wenn wir diese Raubfische killen. Ob die auch was zum Essen dabei hätten. Weil theoretisch, ich meine, das ist zwar vielleicht, ja, moralisch ist das nicht schön, aber wir können ja auch den Hai von Raft essen, ne? Vielleicht würde das ja auch mit diesen ekelhaften, großmäuligen Raubviechern funktionieren. Dass man da vielleicht ein Hüftsteak draus machen können oder so. Tatsächlich gibt es Lachssteak. Also warum soll es nicht auch mit diesen Viechern funktionieren? So, duck. Ich habe schon wieder über den Haufen gefahren. Ich bin voll brutal halt. Da kann ich gleich mal aussteigen. Warte. Dann werde ich mir gleich mal mein Messerchen zücken. Dann werde ich gleich mal, zack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie viel Platz habe ich? Oh, eins geht schon noch. 10, das ist genug. Haben wir hier die Säurepilze, passt, nehme ich auch gleich mit. Ernte ich gleich mal das ganze Ding hier ab. Zack, wie viel habe ich mit? 2, 4, 6, 8, 9. Eines noch, dann ist es, das 10. habe ich eh drüben. Wie viel Platz habe ich noch? Ah, habe ich schon ein bisschen Platz. Geht schon noch. Zack. Na? Zack, zack. Nehmen wir noch mit. Eins habe ich eh drüben, wie gesagt. So, nochmal einsteigen. Da. Ich will sowieso zurück. Ich kann dann vielleicht... Ich habe jetzt zwar kein Kupfer mit. Warte, jetzt gerade Salz. Ah, na, sowas. Warte mal, wenn ich jetzt hier bleibe, da drüben, ein Stück darüber, könnte ich mir schon mein Essen fangen. Probieren zumindest. So, jetzt muss ich nur ganz ruhig kurz mal mich orientieren. Nein, da. So ein Bumerangfisch eventuell wäre schon mal, wenn ich ihn erwischen würde. Ein Gubschi würde ich auch nicht verschmähen. Da hätten wir einen Bumerang-Fischi. So, zack. Dann, da wäre noch so ein Klubschi. Und ein Bumerang-Fisch und ein Blasenfisch, wenn er noch... Jawohl. Sind wir voll? 2 hätten noch Platz. Du bist, glaube ich, nicht gedacht zum Fangen, ne? Da wäre noch ein Klubschi. Da wäre noch ein Blasenfisch. Zack.
Und dann noch vielleicht so ein Bumerang-Fischi. Dann hätten wir auch mal genug zu essen. So, zack. Passt. Jetzt kann ich wieder zur Motte zurück. Und könnte wieder nach Hause, ne? Ausleeren gehen. Basteln, was geht. So, es lädt wieder. Ja, ja, ja. So, ist fein. Also wieder zurück. Vollgamma. Dann brauche ich noch eine Energiezelle, brauche ich noch. Die wäre auch nicht schlecht. Für unsere Seemotte, wobei sie hält eh recht gut aus, muss man sagen. Batterien wären besser. Da muss ich das, mein Rucksack muss ich da wirklich vernünftig zusammenstellen. Ich werde die angebrauchten Batterien werde ich dabei lagern. Die werde ich gleich frisch nachbesetzen. Ist besser. Gleich frisch einlegen. Dann habe ich da schon mehr Effizienz. Ah, da fällt mir gerade ein. Ich wollte noch schauen, ob ich das eine Instrument drüben hatte. Ja, egal. Jetzt bin ich schon wieder hier. Ja. Gut. Dann auf der Insel noch schnell ein bisschen Gemüse essen, also Früchte essen, denn ein Baum da, wenn die Taschen leer sind. Ja, das hört sich fast nach einem Plan an. So. Schwimmi, schwimm, schwimm. Ja, ich habe aber leider derweil nichts mit. Das muss erst gebraten werden, das heißt, ich muss schnell nach Hause. So, und Vollschub. So, da sehen wir schon unser Zuhause. Dann passt das schon. So. Ja, 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 ja. Das Tauchdock wäre halt echt cool, wenn wir das mal dann hätten. So, aussteigen. Hoppala. Das war jetzt sehr elegant. So, duck, duck. Ich habe keinen Platz mehr, ne? Nirgendwo. Gut, dann würde ich sagen, ich baue mir jetzt ausnahmsweise mal zuerst ein wenig Chlorbleiche. So, Wasser dabei noch nicht. Werde mir jetzt aber etwas Salz gönnen. Kann ich mir immer nur eines? Ich will mir nämlich geböckeltes Essen machen. Da muss ich hier kurz was reinschmeißen. Und zwar... So, dann habe ich ein bisschen Platz. Jetzt kann ich besser arbeiten. Hoppala. So. Zack, ich habe Salz. Habe ich hier. Das werde ich hauptsächlich dafür verwenden, dass ich dann das Geböckelte für mich mitnehme. Also den Klubscher, den werde ich gleich verknuspern. So. Den esse ich jetzt vielleicht gleich mal, bevor ich hier sterbe. Also gekochter Klubscher. So. Jawohl. Und jetzt da habe ich noch 5 Salz übrig. Das heißt, 5 Essen kann ich noch pökeln. Ich würde sagen, nehmen wir mal den hier. Den da vielleicht. Vier. Und einmal Wasser lasse ich für uns noch übrig. Für einmal Chlor noch machen. So. Dass ich auch genug zum Saufen habe auf jeden Fall. So. Unbedingt, unbedingt. Und dann noch normalen gekochtes Blasenfischi. So. Passt. Hä? Ist ja gar nichts. Irgendwas tut. Also es tut vorne der Scanner, tut so komisch, ne? Gut, also wir haben Essen, ich habe Trinken. Diese Dinger kann ich mal wegtun. Ich brauche noch Batterien. Zack, 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 zack. Das ist, glaube ich, genug. Ich brauche noch Batterien. So, zack. 2, 3. 3 reichen mal, glaube ich.
Oh, Medikit ist fertig. So, das macht immer so komische Geräusche. 3 Batterien. 4 Batterien streng gesehen. Ich habe Werkzeuge. Den Laserschneider, der hat aber noch 66. Das wäre noch, glaube ich, okay. Reparaturwerkzeug 71 wäre, glaube ich, auch noch okay. Den Scanner müsste ich aufwerten. Die Taschenlampe hätte es auch schon nötig. Jo, also 3. Brauche ich mal fix 3 Batterien. Die sind dann weg. Dann kann ich noch ein paar bauen. Gut. 1, 2. Dann nehmen wir gleich die ganzen, hoppala, die ganzen Säurepilze mit. Auch den einen, den ich hier hinten habe. So, dann bauen wir noch ein paar Batterien. So. 1. Ich glaube, 4 gehen sich aus. Oder 3. So. Passt. 3 gehen sich aus. Ist okay. Den einen Kupfer speichern wir hier wieder. Den lagern wir da, so wollte ich sagen. Medikits muss ich mitnehmen. Die Feuerlöscher muss ich mitnehmen. Meine Werkzeuge habe ich. Brauche ich... Ah, das ist die Schub... Da war die Schubkanone. Passt schon, ich bin dumm. Jetzt habe ich die verwechselt mit dem da. Passt eh. Die braucht auch eine neue Batterie. Ja. Dann fangen wir mal an, ne? Wobei, vielleicht brauche ich die auch gar nicht. Wenn ich die jetzt hier mit habe. 2, 4, 6 trinken. 2, 4, 6 essbares Zeug. Ja. Dann. Nein. Hier war drin das Medikit. Nehmen wir auch 4 mit. 4 oder 5. Trinken noch eins. Eins nehmen wir mit noch. Ja. Dann würde ich sagen, okay. Dann würde ich sagen, hier die Feuerlöscher. 6 nehme ich mal mit. Die eine Batterie nehme ich noch mit. Jetzt ist auch schon wurscht. Nehme ich gleich die alle mit. Ja. 4 Medikits sind 4 zu wenig. Nehmen wir noch ein 5. mit, oder? So. Ich glaube, jetzt ist das okay, ne? So, wo war jetzt meine Taschenlampe? Die ist eh schon fertig. Die benutze ich gleich nochmal. So. Dass sie das ausleuchtet, dass die Batterie kaputt ist. Dann kann ich das gleich tauschen. So, passt. Wechseln. So. Ausschalten. Passt. Passt, passt. So. Jetzt da kann ich die leere schon mal wieder hier rein tun. Dann habe ich hier meine leeren Batterien. Ich hoffe halt nach wie vor, dass ich die eines Tages aufladen kann. Wenn nicht, schmeiße ich sie halt irgendwann mal weg. In den Müll. Haben wir hinten einen Müllkübel. Gut. Passt. Jetzt habe ich nochmal einen Platz mehr. Ich nehme noch einmal ein Trinken mit. Ich glaube, das passt. Aufgeladen. Die verbrauche ich nebenbei. Den Scanner. Den könnte ich auch noch verbrauchen. Wenn es geht. Oder geht er nicht, ne? Geht, glaube ich, so eh nicht. Muss ich ihn eh offiziell verbrauchen. Also anständigst. Wieder Ordnung machen. Ne? Hallo? Dann halt umständlich. So. Die kommt ganz da hinten. So. Konstruktionswerkzeug brauche ich nicht, sondern das zum Reparieren. Werde ich aber tauschen mit dem Laserschneider. So. Ungefähr passt das, glaube ich. Passt. Wir sind bewaffnet bis auf die Zähne. Würde ich sagen. Wir fahren los, ne? Welcome aboard, Captain. Servus. Dann probieren wir es mal wieder bei der Aurora. Huch! So. Jawohl. Brennen tut sie nach wie vor. Lichterloh. Sehr schön.
Ich hoffe nur nicht, dass die jetzt immer mehr zum Brennen, also immer schlimmer zum Brennen anfängt, umso länger ich brauche beim Erforschen, weil sie ist ja schon mal explodiert, ne? Sind wir drinnen? Wusch! Game over! Schön, oder? Ich habe vergessen zu essen, sehe ich gerade. Ich wollte noch essen vorher. Meh! Scheiße! Entschuldigung. Das wollte ich unbedingt noch machen. Ich muss ja... ich habe keinen Platz. Ach, was soll's. Scheiß der Hund drauf. Scheiß der Hund drauf, haben wir eh genug mit. Was tue ich denn da so blöd? So, 20 Jahre kann ich eh nicht da drin verbringen. So, ja. Zum Glück haben wir, wie gesagt, die Seemotte. Da sparen wir uns wirklich richtig Zeit. Und jetzt muss ich noch überlegen, ob ich das noch alles weiß. Die Codes weiß ich auf keinen Fall mehr. Wie ich runterkam, weiß ich, glaube ich, auch nicht mehr. Ja. Scheibe. Wird schon werden. Blub, blub. Wird schon werden. Ich weiß nur, bin ich mal raufgegangen? Jedenfalls runter muss ich auch noch, ne? Wo das Wasser ist, glaube ich, ne? Irgendwie runter, da muss ich noch was reparieren. Das habe ich ja irgendwann mal nicht gemacht. Fertig kommt mir vor, ne? Also ich werde mich jetzt wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit verlaufen. Also könnt ihr euch schon mal freuen. Das wird wieder ein typischer Zocki-Fail. So. So, jetzt muss ich da langsam ran. Wow. Aber da fällt mir gerade eins. Da unten war ich ja auch noch nicht eigentlich, ne? So richtig. Oder doch? Und ich habe es nur vergessen. Nee, da war ich noch nicht so wirklich da unten, ne? Ich steige einmal kurz aus. Ich nehme meinen Scanner und schaue, ob ich hier irgendwas Brauchbares scannen kann. Für uns brauchbar. Aber es schaut, glaube ich, eh nicht so aus. Na, nicht wirklich. Dann kann ich nochmal Luft holen. Dann muss ich wahrscheinlich jetzt oben rein, ne? So, zack. Boah, das lädt schon wieder 20 Jahre. Moment, Entschuldigung. So, auftauchen. Vorsichtigst. So. Nicht zu nah ran. So, ausschalten schön, genau. Scanner noch schauen, ob ich hier was Wertvolles mitnehmen kann. Viecher sind hier, glaube ich, auch. Boah. Boah, ja, ja, ist schon gut. Ist schon gut. Keine Randale, bitte. So. Da probiere ich halt nochmal mein Glück, ne? So. Mir kommt vor, also ich musste da runter. Dann ging es immer weiter runter, runter und dann irgendwann war ich ganz unten. Bilde ich mir ein. Huh. Huh. So. Ich sehe überhaupt nichts. Ich brauche mein Lamperl. Einmal einschalten. So. Musste ich nicht hier irgendwo mal lang? Dialogkonsole herunterladen. Habe ich das gemacht? Ich glaube, das habe ich gemacht, oder? Hoffe ich. So. Ah, da war was, oder? Aufschneiden, jawohl. Machen wir sofort. Zack. Geht schon. Schön. Wenn man jetzt mal ein vernünftiges Werkzeug hat, kommt man auch weiter. Ist ja auch gut, wenn ich zwischendurch mal Luft kriegen könnte. Naja, wird schwer. So, zack. Jawohl. Muss ich mal meinen Scanner wieder auspacken. Was? Au! Das habe ich jetzt nicht gesehen. Hoppala. So. Wer hätte das gedacht? Hier geht es ja noch tiefer runter. Guten Tag.
Aha, was haben wir denn da? Datendownloads. Flugscheiben. Aha. Flugscheiben-Datenbank. So. Ich brauche Licht. Ich brauche ein bisschen Licht. Da ist soweit nichts, glaube ich, ne? Nein. Licht, Licht. Ich muss Luft holen gehen. Ganz, ganz dringend. Wow, wow. Jetzt ist die Frage, ob ich hier... Ja, ich habe Glück. Gott sei Dank. Mal Luft holen. So. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Hier unten drunten war ich jetzt schon, ne? Da ging es jetzt nur hier rüber, ne? Ging es hier irgendwo weg? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ging es hier wo weiter? Bin mir jetzt auch gerade nicht so sicher. Zum Scannen ist hier auf jeden Fall nichts. Hier oben geht es auch nicht weiter. Dann war das doch hier oben irgendwo, ne? Musste ich hier nicht zurück? Und ganz oben weiter? Ich glaube, oder? Ich bin verwirrt. Ich muss nochmal nachschauen. Ja, ich brauche lange, ich weiß. Ich habe das alles vergessen, tut mir leid. Genau, hier war das mit dem Code. Hier ging es eh nicht weiter, ne? Es war echt nur hier. Und hier unten mehr war jetzt nicht, ne? Hier kann ich hoch. Hier kann ich rauf. Hä? Achso, hier. Au. Okay, hier kann ich rauf. Flüssigkeitsaufnahme erforderlich, okay. Okay. WTF, wo komme ich denn da hin? Ich sollte mal was trinken, ne? Zum Wohl. So. Jawohl. Wo komme ich denn da hin? Komme ich hier wirklich durch? Tatsächlich. Okay. Wow. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, dass ich da tatsächlich durch kann. Ich sollte meinen Scanner auspacken, ich Trottel. Nicht, dass ich was übersehe, ne? Alter Schwere. Es ist so schön finster auch noch. Kann ich hier... Au. Kann ich hier durch? Nee. Ich sehe nichts. Da kann ich mal Luft holen. Brauch Licht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ich habe mir einfach gedacht, okay, cool. Da kann man ja weiter. Dachte ich mir, da geht's vielleicht auch weiter, ne? Aber es schaut fast nicht so aus, ne? Schaut fast nicht so aus. Sollte ich vielleicht auch nicht machen, wenn ich hier nicht drauf gehen möchte, ne? Ja. Außer hier drüben geht es weiter. Und ich weiß es nur noch nicht. Okay, da stecke ich schon wieder fest. Na, glaub nicht, dass es hier mit Absicht weitergehen soll. So, jetzt wäre es nur noch schön, wenn ich da jetzt wieder zurückfinde. So. Aha! Huch, wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Bist du was zu scannen? Tatsächlich. Krebsfragment! Ja, stell dir vor. Bam! Bauplan. Krebs. Nice. Krebsfragment, halt. Okay. Bam. Fehlen noch zwei. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber schön. So, haben wir hier noch irgendwas? Nö. Lol. Cool. Hier haben wir Umkleideraum. Kann ich hier einfach so
Reparaturwerkzeug. Benutzt Reparaturwerkzeug. So, dann reparieren wir mal. Dann können wir in die Umkleide rein. Supi. Oh, der Part ist zu Ende. Fertig? Ja. Huch, da brennt's doch. Ihr Lieben, ich würde sagen, wir beenden mal den Part. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.